auf Sonne! RWE! Abschalten! Braunkohle! Abschalten! Abbau bei Köln gegen den Kohleabbau dort und für klimafreundliche Energien. Genau. Wer sind die Verantwortlichen hier? Seit den frühen Morgenstunden lässt der Energiekonzern RWE die Waldbesetzung im Hambacher Forst mit zum Teil schwerem Gerät räumen, um den uralten Wald bei Köln vollständig für den Braunkohleabbau niederzuwalzen. Heute Morgen um 6 Uhr begann die Polizei mit Kletterausrüstung, Hubbergen und Räumfahrzeugen über 30 Klimaaktivistinnen aus den Bäumen und Häusern des Camps zu holen. Die Aktivistinnen haben sich zum Teil auf den Plattformen und Häusern in den Bäumen und auf dem Boden sowie in Tunneln unter der Erde festgekettet, um die Räumung unbezahlbar bis unmöglich zu machen. Die BesetzerInnen protestieren dort seit April 2012 im Speziellen gegen die geplante Ausweitung von Deutschlands größtem Braunkohletagebau sowie im Allgemeinen gegen die Verbrennung von Kohle weltweit, da sie die CO2-intensivste Form der Energiegewinnung ist. Das rheinische Braunkohlegebiet ist Europas Klimakiller Nummer 1. Dabei stammt aber auch ein großer Teil der dort verbrannten Kohle aus ganz anderen Teilen der Welt. Wie zum Beispiel aus Kolumbien, wo ihr Abbau mit extremen Menschenrechtsverletzungen einhergeht. Die BesetzerInnen wollen durch das Camp im Hambacher Forst ein Bewusstsein für diese Kämpfe schaffen, um die Bewegungen dort zu stärken. Braunkohleausstieg jetzt! Für eine kohlefreie Energieversorgung, ökologisch und selbstverwaltet! Für ein lebenswertes Klima weltweit, Hambacher Forst bleibt! Solidarität mit den AktivistInnen! Abschalten! RWE! Abschalten! Hey! RWE! Abschalten! Wir bleiben ruhig, Leute. Wir bleiben auch ruhig, okay? Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Der Einsatz der Besetzerin wird nicht vergeben sein. Die Klimabewegung wird größer. Hier in Hamburg sagte man uns auch, dass der Kampf gegen Vattenfall-Schmorungswasser nichts bringen würde. Aber die Bäume im Gehlerpark stehen heute noch. Und der Kampf gegen den Braunkohletagebau im Rheinland stärkt auch unsere Freunde in der Lausitz, die dort gegen Vattenfalls Zerstörung von Dörfern und Naturlandschaften vorgehen. Für diesen Wahnsinn soll ein 12.000 Jahre alter Wald mit seltenen Arten gerodet werden. Alles, was RWE zur Rechtfertigung zu sagen hat, ist: Die Genehmigung wurde 1977 erteilt. RWE, abschalten! Ohne Bäume habt ihr keine Luft! Ohne Bäume habt ihr keine Luft! Ohne Bäume habt ihr keine Luft! Wenn du so schlimm bist, dass du sie rufen. Dörfer wie Mannheim, wo im Sommer diesen Jahres aus gegebenem Anlass ein Klimacamp stattfindet, zwangsumgesiedelt und zerstört. Also fällt der Abbaggerung für die über 400 Meter tief liegende Kohle zum Opfer. Ungeachtet von Klimawandel und Energiewende baut RWE auch weiterhin neue Braunkohlekraftwerke. Durch indirekte Subventionen des Staates ist der Rohstoff für den Konzern fast umsonst
zu haben. Demgegenüber stehen die jämmerlichen Investitionen RWEs in erneuerbare Energien. Gerade mal 3% der Energie des Multikonzerns stammen aus Wind und Sonne. Und das, obwohl es in der Werbung oder vielmehr Greenwashing-Kampagne RWEs zeigt, vor RWE gehen. Während RWE von seinen StromkundInnen Milliardengewinne abschöpft, sollen wir für die Energiewende bezahlen und die Folgen des Braunkohleabbaus tragen. Kurz, RWE ist der dreckigste Energiekonzern Europas. Mit dem Energiedinosaurier RWE wird es keine demokratische und zukunftsfähige Energieversorgung geben, sondern lediglich einen klimatischen Kollateralschaden. Energieversorgung gehört in BürgerInnenhand. Nur so kann es eine grundlegende und nachhaltige Energiewende und eine für die kommende Generation lebenswerte Gesellschaft geben. Die Waldbesetzung im Hambacher Forst wird heute geräumt. Doch der Widerstand gegen den zerstörerischen Konzern muss und wird weitergehen. Wir fordern RWE abschalten, Braunkohleausstieg jetzt für eine kohlefreie Energieversorgung, ökologisch und selbstverwaltet. Für ein lebenswertes Klima weltweit, Hambacher Forst bleibt. Solidarität mit den Aktivistinnen im Hambacher Forst. Ein Zombie von Rheinbraun, der schlich durch den Hambacher Forst und sprach, der Wald muss weg, der hat für uns keinen Zweck. Paritrarat, da drunter bringt das braune Gold, wenn's auch das Klima glüht. Ach, das ist halb so wild. Ein Loch so groß wie Köln und tief wie Rügen, Dom mal drei reicht ihnen noch nicht aus für ihren Höllenschmaus. Paritrarat, das kleine Stückchen Zauberwald, das stört nochmal fatal. Rheinbraun, Zombie-Moral. Der Zombie von Rheinbraun, der schlich durch den Hambacher Forst und hunderte sich sehr. Der Wald war nicht mehr leer. Trari, trara, denn oben in den Bäumen hängt der Waldbesetzerschar. Die gehen den Wald nicht her. RWE abschalten! RWE abschalten! Von Rheinbraun, der schlich durch den Hambacher Forst und sprach, der Wald muss weg, der hat für uns keinen Zweck. Trari, trara, darunter liegt das braune Gold, wenn's auch das Klima killt. Ach, das ist halb so wild, ein Loch so groß wie Köln und tief wie Köln, ein 3x3, das geht noch nicht aus für ihren Höllenschmaus. Marie, das ganze Stückchen Zauberwald, auch das stört noch fatal. Rheinbraun, Zombie-Moral. Der Zombie von Rheinbraun, der schlich durch den Hambacher Forst und wunderte sich sehr, der Wald war nicht mehr leer. Marie, denn oben in den Bäumen hängt die
die Waldbesetzer scharf, die geben den Wald nicht her. Das klingt immer toll, denn gerade hat er den Preis erhöht. Nur ein Maschmumm und das, so mancher fand das krass. Rari, trara, auf Aufzug, mach ein Brautkamp, es ist doch gar nicht schwer. Es gibt gerade Neuigkeiten aus dem Wald. Die Polizei vor Ort hat angekündigt, dass sie keine Beamtinnen in die Tunnel schicken wird, weil sie eine Räumung für nicht möglich hält. Das sind die Menschen im Tunnel von Räumbar. Wir hoffen, dass die Waldbesetzung noch lange genug weiter durchhält, um das Ganze, wie gesagt, unbezahlbar bis unmöglich zu machen. RWE, abschalten! RWE abschalten! RWE abschalten!